Wir haben es. Ein durch Astronomen bestätigtes außerirdisches Signal. Ein unbekanntes Objekt, das alle 18 Minuten eine starke Radiowelle aussendet. Für rund eine Minute lang. Und ihre Entdecker haben alle anderen natürlichen Objekte ausgeschlossen. Doch über diese bahnbrechende Entdeckung berichten nur die wenigsten. Und damit hallo meine Lieben zu einem Video, von dem ich diesmal nicht so richtig weiß, wie ich es überhaupt anfangen soll. Es wird heißen, dass ein kleiner Mystery-Kanal über irgendwelche Spekulationen berichtet, nicht ernst zu nehmen. Doch nein, das ist es nicht. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum diese, ja, bahnbrechende Entdeckung von den großen Medien missachtet wird. Ich kann euch nur sagen, dass wir hier etwas haben, worauf die Menschheit seit ihrer Entdeckung des Weltalls gewartet hat. Und das Wort Weltsensation ist noch bei weitem untertrieben. Wir fangen jetzt einfach sofort an. Wie immer direkt nach dem Intro. Vor rund einem halben Jahr berichtete ich euch von einem seltsamen Objekt im Weltraum, das genau alle 18 Minuten lang ein Signal aussendet. Ein gruseliges Phänomen, wie es die Astronomen damals genannt haben. Irgendetwas am Rande der Milchstraße, rund 4000 Lichtjahre entfernt von uns. Dieses Radiowellensignal ist weiterhin noch zu beobachten. Es wird in regelmäßigen Abständen sehr hell. So hell, dass es alles andere über Lichtjahre hinweg überstrahlt. Für die Dauer von rund einer Minute. Dann wieder Dunkelheit, bis weitere 18 Minuten vergehen. Als ich euch davon berichtete, glaubten die Wissenschaftler noch, dass es sich hierbei um einen Neutronenstern oder einen weißen Zwerg handeln könnte. Ein kleiner, sehr dichter Stern, der in der Regel die Größe eines Planeten hat und ein ultrastarkes Magnetfeld aufweist. Die Astrophysikerin, eine Dr. Natasha Hurley-Walker von der Curtin University in Australien, auf die wir später noch einmal zurückkommen werden, hat es damals so beschrieben. Und denkt bitte daran, das Zitat stammt von vor einem halben Jahr. Das hat sich inzwischen geändert. Wir schauen uns das gleich nochmal ganz genau an. Das Signal ist nämlich alles andere als ein natürliches Objekt. Dieses Objekt erschien und verschwand während unserer Beobachtungen über einige Stunden hinweg. Das war völlig unerwartet. Für einige Astronomen war es irgendwie gruselig, weil nichts am Himmel bekannt ist, das so etwas macht. Und es ist wirklich ziemlich nah bei uns. Etwa 4000 Lichtjahre entfernt. Es ist praktisch in unserem galaktischen Hinterhof. Es ist wahrscheinlich eine Art langsam rotierender Neutronenstern, von dem theoretisch vorhergesagt wurde, dass so etwas existiert. Allerdings hätte niemand erwartet, einen solchen direkt zu erkennen, weil wir nicht erwartet hatten, dass sie so hell sind. Irgendwie wandelt es magnetische Energie viel effektiver in Radiowellen um, als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Ja, so die damalige erste Vermutung. Dies hat sich aber nun grundlegend verändert, wie es heißt. Das Astronomenteam rund um Hurley-Walker ist sich nun sicher, dass dieses präzise Aufblitzen alle 18 Minuten lang mit einer Dauer von einer Minute einen künstlichen Ursprung hat. Also um es ganz einfach zu sagen, sie sind sich sicher, dass es sich hierbei um ein Signal von einer außerirdischen Zivilisation handelt, absichtlich ausgesendet. Aber fangen wir von vorne an. Derzeit berichten kurioserweise nur sehr wenige Medien davon, darunter die Jerusalem Post und gestern auch unser Mythenmetzger. Ich packe euch sein Video einfach mal dazu in die Beschreibung. Ja, hieß es damals noch, es könnte sich um ein natürliches Objekt handeln, auch wenn es noch so seltsam erschien, sind die Forscher nun zur Erkenntnis gelangt, dass dem nicht so ist. Sie untersuchten inzwischen das Signal genauer und stellten auch weitere Anomalien fest. So wird in den wenigen Artikeln von einer bahnbrechenden Entdeckung gesprochen. So heißt es dort, dass die beteiligten Astronomen nun festgestellt haben, dass die Radiowellensignale mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von etwa 3 Mal pro Stunde zur Erde übertragen werden, also die schon erwähnten 18 Minuten.
Weiter heißt es nun aber, dass dieses noch nie zuvor im Weltraum beobachtbare Phänomen starke Vermutungen aufkommen lässt, dass es sich hierbei um einen absichtlichen Versuch handeln könnte, um Kontakt mit der Menschheit aufzunehmen, durch eine unbekannte außerirdische Zivilisation. Das sagen jetzt nicht irgendwelche Ufologen, Esoteriker oder Hobbyastronomen, also nichts gegen die, sondern renommierte Astrophysiker, mehrfach ausgezeichnet und selbst von anderen Astronomiekollegen bewundert. Aber es geht noch viel weiter. Die australischen Wissenschaftler sind derzeit immer noch damit beschäftigt, die verwirrenden Botschaften und Signale aus den Weiten des Weltalls zu entschlüsseln und zu analysieren, wie es heißt. Sie glauben zudem fest daran, dass diese Übertragungen ein Versuch außerirdischer Lebensformen auf fernen Planeten sein könnten, mit unserer Spezies zu kommunizieren, so der genaue Wortlaut. Diese Formulierung wirkt zwar auf den ersten Blick erstmal vorsichtig, doch wir müssen uns jetzt eines mal klar machen. Da haben wir Astronomen, die fest in der Wissenschaftsgemeinde verankert sind. Wenn sie von einem echten außerirdischen Signal sprechen und davon überzeugt sind, dann würden sie dafür in aller Regel erst einmal ausgelacht werden. Und dennoch muss ihre Überzeugung dafür so hoch sein, dass sie es dennoch sagen. Nur um das Ganze für euch mal ein wenig einzuordnen. Weiter heißt es, dass die Forscher den außerirdischen Ursprung dieser Signale bestätigt hätten und dass sie künstlicher Natur sein müssten. Dies schließe ganz eindeutig auf die Anwesenheit von, und jetzt wieder ein Zitat, Außerirdischen, die auf einer anderen Welt leben und versuchen, Kontakt zu unserem Planeten aufzunehmen. So dann der genaue Wortlaut. Zudem heißt es, dass was immer auch diese Signale aussendet, dass es ein unbekanntes Objekt ist, das Nachrichten an unsere Welt übermittelt hat. Wieder das genaue Zitat. Derzeit geht man davon aus, dass diese intervallmäßigen Signale auch der Beweis für einen noch unbekannten Himmelskörper sind. Man weiß aber nicht, ob es sich hierbei um einen Planeten handelt oder um eine Art Weltraumbarke, die sich dann freischwebend im Weltall befindet. Es muss aber ein bisher von der Astronomie noch nicht entdecktes Objekt sein, das zudem auch noch in der Lage dazu ist, eine erstaunliche Energiequelle zu tragen. Und dieses unbekannte, unidentifizierte Objekt befindet sich in rund 4000 Lichtjahren Entfernung von uns, am Rande der Milchstraße. Interessanterweise genau dort, wo man auch Leben vermutet. So nimmt man an, dass sich außerirdisches Leben nur in den spiralförmigen Armen unserer Galaxie entwickeln kann, aufgrund der Strahlung des supermassiven schwarzen Lochs in der Mitte der Milchstraße. Aber das nur am Rande. Ein wenig mehr weiß man aber inzwischen dann doch von diesem Objekt. Nach den Berechnungen muss es wesentlich kleiner sein, als es unsere Sonne ist. Würde es nicht dieses regelmäßige, alles überstrahlende Signal aussenden, es wäre viel zu klein, um es überhaupt entdecken zu können. Das Astronomenteam der australischen Universität machen heute wie auch damals noch einmal ganz eindeutig klar, dieses rätselhafte Gebilde ist so extrem anders als alles andere, was jemals im Weltraum beobachtet wurde. Ein einzigartiges Objekt. So berichtet es nun auch Dr. Natasha Hurley-Walker, eine an der Studie beteiligte Astrophysikerin, die ja mehr oder weniger ihren Kopf dafür herhält, an die Öffentlichkeit zu treten. Das immer noch unbekannte, mysteriöse Objekt, das alle 18 Minuten diesen erheblichen Energiestoß in Form eines Radiosignals freisetzt und dreimal pro Stunde auftritt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der entscheidende Durchbruch, ein Beweis für intelligentes außerirdisches Leben. Wer jetzt denkt, dass die australischen Forscher vielleicht nur ein paar Forschungsgelder abgreifen wollen und ein wenig übertreiben, den muss ich leider enttäuschen. Auch andere Astronomen haben sich inzwischen zu dieser Entdeckung geäußert. So auch die Astrophysikerin Dr. Gemma Anderson. Sie sagt, dass die Entdeckung von etwas, das sich nur eine Minute lang einschaltet, mehr als nur ungewöhnlich ist. Jetzt kann ich die Kommentare schon förmlich lesen. Wenn es doch eine solche Weltsensation ist, etwas, das den Blick auf unsere Menschheit völlig verändert, ja, warum wird dann nicht weltweit in den Medien darüber berichtet?
Und meine Lieben, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ist es die Angst davor, sich mit dem auseinanderzusetzen? Sind wir noch nicht bereit dazu? Erkennen die Medien diese bahnbrechende Entdeckung nicht? Ich kann euch da wirklich nicht wirklich etwas zu sagen. Als ich gestern mit dem Mythenmetzger nur ganz kurz unter seinem Video ein paar Worte gewechselt habe, sagte er, dass einer der wenigen Berichte plötzlich abgeändert worden sei. Nun sei es doch eher ein natürliches Objekt, das man zwar nicht kenne, aber naja, die Behauptung, es sei künstlicher Natur, wäre ja so unvorstellbar. Nun kann ich euch natürlich nicht sagen, warum dieser Artikel abgeändert worden ist. Hat da jemand von ganz oben, wer immer das auch sein mag, eingegriffen? Es wäre halt nur Spekulation. Was aber keine Spekulation ist, sind die Erkenntnisse der Astronomen rund um Natasha Hurley Walker, einer im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten und hochdekorierten Astrophysikerin. Im Januar des Jahres 2022 wurde ein Objekt im Weltall entdeckt, in 4000 Lichtjahren Entfernung, am Rande unserer Galaxie, der Milchstraße. Dieses Objekt sendet alle 18 Minuten, eine Minute lang, ein immens starkes Radiosignal in Richtung der Erde. Alle und wirklich alle natürlichen kosmischen Körper konnten definitiv ausgeschlossen werden. Kein Magnetar, kein Pulsar, kein Neutronenstern, keine schwarzen Löcher oder sonst irgendetwas. Es ist ein relativ kleines, massives Objekt mit einer Energiequelle, das Radiosignale aussendet. In einer solchen Regelmäßigkeit, dass es gar keinen anderen Schluss zulässt als eine künstlich erschaffene Quelle. Und der einzige logische Schluss, zu dem ihre Entdecker kommen, ist, dass eine unbekannte außerirdische Zivilisation Nachrichten an uns sendet. Starke, nicht übersehbare Radiosignale in Richtung der Erde. Ja, ich frage euch ja immer, was ihr davon haltet. Und natürlich möchte ich das diesmal auch wissen, gar keine Frage. Und ich nehme mir eure Kommentare auch immer wirklich zu Herzen und denke darüber auch nach. Meine Überzeugung, dass dies hier aber eine wahre Sensation ist, auch wenn sonst niemand darüber berichtet, wird es diesmal allerdings nicht ändern. Ich hoffe wirklich inständig, dass auch demnächst die großen Medien darüber berichten. Bis dahin könnt ihr gerne das Video hier teilen oder auch das vom Mythenmetzger. Ich werde es euch in der Beschreibung verlinken. Es ist ja wirklich eine großartige Entdeckung und jeder sollte davon erfahren. In diesem Sinne, Augen auf und bis zum nächsten Video.